Ja, hallo zu On the Grid, Claudio Schießel mein Name. Mir gegenüber steht Landeshauptmann Stellvertreter Magister Michael Schickhofer von der SPÖ in der Steiermark und er erklärt, um was es beim Projekt Christophorus 17 geht. Das ist nämlich der neue Rettungshubschrauber für die Steiermark. So ist es. Für uns hat die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer absolut Vorrang. Und bis jetzt hat es in der Nacht keine Möglichkeit gegeben, dass im Fall eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls ein Notarzthubschrauber fliegen kann. Und das wird jetzt anders. Wir haben einen Notarzthubschrauber, der 24 Stunden am Tag und in der Nacht fliegen wird, rund um die Uhr im Einsatz ist. Und das ist ein Riesenschritt in die Verbesserung für eine bessere Notversorgung in der Steiermark. Und außerdem investieren wir auch ganz stark in den botengebundenen Notarztrettungsdienst. Also ein guter Tag für die Steiermark und eine Entscheidung, die noch viele Leben retten wird. Ab wann wird Christophorus 17 einsatzbereit sein und wo wird er stationiert werden? Wir werden jetzt alles ganz rasch abwickeln und bauen. Der Christophorus 17 soll im November abheben, rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Die Station wird ganz im Herzen, im Zentrum der Steiermark sein, in St. Michael. Es gab von den Kollegen vorher in der Pressekonferenz ein paar Stimmen bezüglich der Ausschreibung. Da gab es auch etwas Kritik seitens des Rechnungshofes. Wie sehen Sie das als Landeshauptmann? Es ist eine offene und transparente Ausschreibung. Das ganze Verfahren ist von den Gerichten geprüft worden. Alles ist korrekt. Jeder kann sich das anschauen. Also wichtig war mir, dass jetzt nicht länger diskutiert wird, sondern dass der Hubschrauber fliegen kann. Abschließend, Sie haben gerade einen Probeflug hingelegt. Wie schaut es von oben aus? Naja, es ist ein technisch hervorragendes Gerät. Der Hubschrauber fliegt auch bei 250 km/h sehr, sehr ruhig. Und das ist natürlich wichtig für die Patientinnen und Patienten, dass sie in einer sehr guten Position auch zum nächsten Spital transportiert werden können. Planen Sie langfristig weitere Systeme anzuschaffen? Wir haben jetzt statt 2, 3 Hubschrauber in der Steiermark im Einsatz. Wir werden aber ständig das Notarztrettungssystem weiter verbessern. Ich bin aber jetzt stolz, dass wir die modernste Technik in Österreich in der Steiermark einsetzen werden. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, danke fürs Gespräch. Danke.